kontaktieren unsere Kunden und bieten ihnen an, unsere Produkte zu kopieren und diese unter der Hand weiterzugeben. Aber warum macht uns niemand diese eine Sache nach? Warum? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute reden wir mal über billige Aktien mit entsprechend billigen Optionen. Und die Frage ist, gibt es eigentlich sinnvolle Strategien, wie man diese billigen Aktienoptionen handeln kann? Meine Meinung, jetzt im Video. Die Frage, die immer mal wieder gestellt wird, ist, Mensch, es gibt doch auch billige Aktien. Kann man denn da keine sinnvolle Strategie finden, um irgendwie mit den Optionen zu handeln? Also ganz speziell so, wie wir das machen, indem wir Optionen verkaufen? Naja, es ist ja so, warum verkaufen wir denn überhaupt meistens Aktienoptionen von Aktien, die, sagen wir mal so, $70 oder mehr kosten? Und der Grund ist ja relativ simpel, weil eben diese Aktien entsprechende Optionen haben, die eine gewisse Prämie aufweisen. Ne? Also wir wollen eben einfach eine gewisse Mindestprämie einnehmen, 50, 60, 100, $150, was weiß ich, damit es sich einfach lohnt, diese Positionen zu traden. Wenn man natürlich jetzt mal scannt und sagt, Mensch, was sind denn jetzt gerade gute Aktien, welche laufen denn jetzt besonders gut? Na klar, dann kommt man natürlich auch, wenn man jetzt nicht den Filter Mindestaktienpreis $70 macht, dann kommt man natürlich auch mal auf Aktien wie beispielsweise die hier im Bild dargestellte Cisco, die ja momentan fantastisch läuft. Ne? Die hat gerade ein Mehrjahreshoch, ich glaube, ein Allzeithoch hat sie glaube ich nicht, aber ein Mehrjahreshoch gemacht. Und gibt es denn nicht irgendwie eine Idee, wie man die auch auf der Verkaufsseite irgendwie sinnvoll handeln könnte? Und ich persönlich habe dazu zwei Ansätze. Der erste Ansatz, der ist sehr, sehr radikal, denn der heißt, ich handle so etwas nicht. Und zwar, warum handle ich so etwas nicht? Naja, ganz einfach. Wenn ich eine Strategie habe und eine Strategie, zum Beispiel jetzt den Verkauf von Put-Optionen auf Aktien, und diese Strategie beinhaltet verschiedene Kriterien und ein Kriterium ist davon, der Preis der Option, ein gewisser Mindestpreis sollte da sein. Und wenn eben jetzt dieses Kriterium nicht erfüllt ist, das heißt, die Option hat nicht diesen Mindestpreis, dann handle ich es einfach nicht. Vergleicht das mal einfach mit einem Kochrezept. Ihr nehmt ein Kochrezept und irgendwas, was weiß ich, einen Kuchen. Ihr wollt einen Kuchen backen und da steht dann irgendwie im Rezept so jetzt 150 Gramm Zucker reinschütten. Jetzt macht euren Schrank auf und sagt, ja, ich habe gerade keinen Zucker da, aber ich hätte Salz da. Und er sagt, ja, kann man denn dieses Rezept nicht so ein bisschen verändern, dass man statt Zucker auch Salz nehmen könnte? Könnt ihr schon. Ob es dann noch schmeckt, ist eine andere Frage. Und genauso ist es hier bei den Optionen. Also das heißt, wir haben uns ja gewisse Kriterien erstellt, damit der Trade, den wir machen, damit das einfach Sinn macht. Und wenn wir jetzt sagen, ah, dieses ein Kriterium ist nicht erfüllt, können wir nicht irgendwie so ein bisschen an der Strategie herumdoktern, dass es doch noch funktioniert, dann wird das so nicht funktionieren. Ne? Okay, also das heißt, das war der erste Ansatz, einfach nicht handeln. Da gibt es nichts Sinnvolles. So, aber meist ist ja nicht alles schwarz-weiß, sondern ein bisschen grau auch dazwischen. Deswegen der zweite Ansatz ist natürlich, dass wir sagen, natürlich kann man auch solche Optionen handeln und zwar in einer speziellen Situation. Und diese Situation hat weniger mit der Aktie zu tun, sondern mit eurer speziellen Situation. Wenn wir momentan mal diese Aktie hier hernehmen, die Cisco, und wir sagen, okay, wir würden jetzt eine ganz standardmäßige Option nehmen, roundabout 45 Tage Restlaufzeit von mir aus, eine Standardabweichung in Put, ne? Dann kommen wir auf ungefähr, ich habe es heute mal nachgeschaut, ungefähr $23, die wir für den Verkauf einer solchen Option erzielen würden. So, $23, das ist natürlich erstmal Geld, okay, aber es ist natürlich sehr, sehr wenig Geld. Warum? Wir haben ja bei Aktienoptionen das Phänomen, beziehungsweise den Fakt einfach, dass wir Gebühren pro Stück bezahlen müssen. Also während du jetzt zum Beispiel Aktien kaufen kannst mit einem festen Preis, ob du jetzt 10 kaufst oder ob du 100 kaufst und immer einen festen Preis bezahlst, ist es ja so, dass du bei Aktienoptionen und auch bei Future-Optionen immer einen Preis pro Stück bezahlst. Ja, es gibt Broker, die machen das auch ein bisschen anders. Wenn du dann also große Stückzahlen handelst, die haben zum Beispiel eine sehr, sehr teure Gebühr, viel, viel teurer als das, was wir so kennen von den Brokern. Aber wenn du eben dann zum Beispiel sagst, ich handle 50 Optionen oder 100, dann lohnt sich das schon wieder. Das wird jetzt aber
die meisten von euch nicht unbedingt betreffen, dass sie 50 oder 100 Optionen handeln wollen. Und wenn man dann einfach mal sieht, okay, ich habe auf der einen Seite vielleicht hier eine Option, die $23 kostet und auf der anderen Seite eine Option, die $100 kostet, dann muss ich eben viermal diese Option handeln, um auf denselben Ertrag zu kommen wie mit dieser $100 Option. Das bedeutet viermal so hohe Gebühren. Jetzt kann es aber trotzdem Sinn machen, solche Optionen zu handeln, und zwar dann, wenn du ein Einsteiger bist. Das heißt, wenn du zum allerersten Mal anfängst, mit Optionen zu handeln, dann empfehle ich sogar, solche billigen Optionen zu handeln, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Als Einsteiger geht es darum, dass man ins reale Trading kommt. Ne? Dass man nicht nur darüber philosophiert und theoretische Abhandlungen macht, sondern dass man auch mal irgendwann sagt, so jetzt, zack, ich drücke mal auf den Knopf. Und wenn man auf den Knopf drücken will, sollte man natürlich trotzdem versuchen, das Risiko möglichst weit nach unten zu fahren. Und das geht natürlich, umso billiger diese Optionen sind. Und umso billiger auch das Underlying ist, auf das sich das Ganze bezieht. Das heißt, wenn ihr eine Option handelt, die nur $20 kostet, und diese Option würde sich über Nacht verfünffachen, ne? Der Worst Case, den alle ja immer so fürchten, naja, dann reden wir trotzdem nur über $100 Verlust. Das heißt, das kann auch ein Anfänger, glaube ich, mental ganz gut wegpacken, sollte es zumindest. Ne? Und deswegen könnt ihr, um mal die allerersten Optionen zu handeln, um den ersten wirklich realen Trade durchzuführen, könnt ihr durchaus solche Optionen nehmen. Ihr müsst natürlich einfach eins sehen, dass es wirtschaftlich nicht so extrem sinnvoll ist, weil die Gebühren einen sehr hohen Anteil ausmachen. So, und deswegen müsst ihr einfach schauen, dass ihr sagt, okay, wenn ich am Anfang solche Trades mache, die ersten 20, 30 Trades, die mache ich einfach nur, um es zu erlernen, um die Praxis zu bekommen, um die Trades umzusetzen. Ne? Und dann weiß ich auch, dass die Gebühren an sich zu hoch sind bei diesen Billigoptionen. Ihr könnt ja auch eine Option für $10 nehmen, spielt keine Rolle. Ne? Dann rechnet für euer Ergebnis, damit ihr seht, funktioniert das Ganze bei mir oder funktioniert es nicht, dann rechnet einfach die Gebühren mental heraus. In eurem Konto könnt ihr sie nicht herausrechnen, der Broker wird das nicht zulassen, aber ihr könnt sie natürlich für euch herausrechnen, und dann macht das Ganze also auf jeden Fall Sinn, weil dann könnt ihr viele, viele kleine Trades machen. Ne? Klar, Broker verdient was, aber darum geht es doch nicht. Am Anfang geht es doch darum, in die Praxis reinzukommen. Ne? Und dann macht solche, und das könnt ihr auch machen, wenn ihr ein großes Konto habt, um einfach reinzukommen. Wer dann allerdings etwas mehr Erfahrung hat, wer ein bisschen größere Konten hat, der sollte dann schon irgendwo hingehen und die Wirtschaftlichkeit beachten. Ne? Weil wir wollen ja nicht nur für den Broker traden, sondern soll auch für uns Sinn machen. Und aus diesem Grunde solltet ihr dann schon irgendwann mal so schauen, gerade bei Aktienoptionen sage ich mal, $50, $60 sollte so eine Option schon kosten, damit sich's rechnen. Bei einer Future-Option verkaufe ich ungern Optionen, die weniger als $100 kosten. Und damit sich das Ganze am Ende eben auch wirtschaftlich trägt, weil dafür machen wir Trading. So, deswegen, also ja, es gibt einen sinnvollen Ansatz, das zu machen. Und da die Fragen, und das ist überhaupt nicht bös gemeint oder despektierlich, weil solche Fragen ja in der Regel von Einsteigern kommen, ne? Dann macht das ruhig, weil dann könnt ihr euch das Wissen aneignen in der Praxis, ihr könnt es in der Realität erlernen, und sobald ihr dann mehr Erfahrung gesammelt habt, dann fangt aber an, auch mehr die Wirtschaftlichkeit eurer Trades zu hinterfragen und einfach auf ein bisschen höhere Prämien zu gehen, weil egal wo ihr jetzt seid, bei welchem Broker, ihr werdet auch am Anfang mit euren geringen Volumina, die ihr handelt, kaum die Preise verhandeln können. Ne? Je mehr ihr handelt, umso mehr kann man dann auch die Preise anpassen. Also ich werde natürlich andere Gebühren bezahlen als die meisten von euch. Das liegt aber daran, weil wir eben wirklich sehr, sehr große Umschlagsmengen haben. So, ich hoffe, dieser kleine Praxistipp hilft euch ein bisschen weiter bei eurem Einstieg in die Welt des Optionsverkaufens. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch solche Einsteiger-Fragen habt, wo man sagt, Mensch, dieses Problem, wie soll ich das am besten lösen? Ne? Schreibt mir das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.